Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Endlich sind wir mal wieder hier auf diesem Kanal am Start. Und heute wird es ein sportlicher Tag. Wir werden heute eine Sport-Challenge machen und ich werde verschiedenste Sportarten machen. Ich werde zum Beispiel Basketball spielen. Komm, gib mal einen Pass. Also Basketball werden wir machen. Wir werden ein Wettrennen machen, 100 Meter Sprint. Und am Ende werden wir noch Klimmzüge machen. Ich sag die ganze Zeit wir. Freunde, ich werde das Ganze nicht alleine machen, aber meinen Gegner seht ihr erst in ein paar Sekunden. Erstmal muss ich euch natürlich noch fragen, Freunde. Macht ihr überhaupt Sport? Seid ihr sportlich? Also das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Einblendung Leroys Vlog. In seinem Rollstuhl fährt Leroy durch eine Straße. Ich habe ja sehr, sehr lange Rollstuhlbasketball gespielt. Ich habe 12 Jahre Basketball gespielt in der Nationalmannschaft, in der Bundesliga. Und ja, mittlerweile habe ich leider aufhören müssen. Aber trotzdem habe ich es hoffentlich noch ein bisschen drauf. Ich habe mir heute jemanden ausgesucht, der es auch drauf hat. Also er hat eine sehr große Klappe und ich würde sagen, genug geredet, Freunde. Wir sehen uns jetzt auf dem Basketballplatz wieder und dann lernt ihr meinen Gegner kennen. Ein dunkelhaariger junger Mann joggt zu einem Basketballplatz. Lachend beobachtet ihn ein anderer. Der Dunkelhaarige trägt ein kariertes Hemd und eine Jeans. Unangestrengt macht er an einem Fußballtor Klimmzüge. Von Weitem ist zu sehen, dass er auf den Schultern des anderen Mannes sitzt. Er bewegt den Dunkelhaarigen hoch und runter. So, ihr habt jetzt gesehen, das hier ist Arafat, ja, mein bester Freund. Aber heute sind wir keine Freunde. Heute sind wir Feinde. Heute sind wir Feinde. Ich werde auf jeden Fall gewinnen, so viel steht fest. Immer das Typische. Weißt du überhaupt, was wir heute machen? Nein, aber ich werde trotzdem gewinnen. Egal, was wir machen, ich gewinne sowieso immer, das ist klar, von daher. Okay, komm, wir reden nicht lange, aber ich sag dir ganz ehrlich, ja? Sowohl mein Outfit als auch dein Outfit, das passt noch nicht. Wir müssen uns kurz umziehen, ja? Okay. Plötzlich tragen Leroy und Arafat Sportkleidung. Wow. Ist schon besser, ne? Ist schon ist besser. Okay. Fühlt sich besser an, Alter. Die erste Runde wird auf jeden Fall Basketball sein, ja? Das heißt, es gibt Freiwürfe, die zählen einfach einen Punkt. Und dann gibt es noch den Wurf von der Mittellinie. Wenn du den triffst, dann hast du sowieso alles gewonnen. Aber ich treffe sowieso alle, von daher. Ja, natürlich. Ich gebe dir den einfach, ich mache mir gar keine Sorgen. Lange Rede, kurzer Sinn. Du fängst an, mein Freund. Dankeschön. Auf die Linie. Rollstuhlbasketball ist ja wirklich ein sehr körperlicher Sport, also da geht es richtig zur Sache, man kracht mit den Rollstühlen zusammen und das war natürlich bei meiner Krankheit, ich habe ja juvenile Osteoporose, sowas ähnliches wie Glasknochen, nicht immer so ganz leicht, das heißt, ich habe mir einige Knochen auch beim Sport gebrochen, trotzdem hat es mir so viel Spaß gemacht, dass ich immer weiter gemacht habe, immer weiter trainiert habe und irgendwann, ja, habe ich in der ersten Bundesliga gespielt, habe es bis zur Nationalmannschaft geschafft, bin natürlich durch ganz Deutschland, aber auch um die halbe Welt gereist, wir waren in Dubai, wir waren in Kanada und da haben wir dann Turniere gehabt und das war eine sehr, sehr geile Zeit. Jetzt muss ich beruflich bedingt leider aufhören, mache aber dafür ganz viele schöne andere Sachen, zum Beispiel hier auf YouTube und teste heute mal, wie viel ich noch drauf habe. Ich habe es natürlich noch drauf, ist ja keine Frage. Und der Arafat da hinten, der behauptet immer noch, dass er der bessere Sportler von uns beiden ist. Okay, mein Freund, viel Spaß dir, ja? Lass dich nicht ablenken. Ach, ich stehe einfach nur hier rum. Guck einfach auf den Korb, gut, lass dich nicht ablenken. Gut. Arafat verfehlt den Korb knapp. Ja, das ist aber wohl nicht so gut. Ah, ist Anfängerprofi, kennst du doch. Komm, gib mal den Ball, gib mal den Ball, ja. Komm, gib mir mal den Ball. Gib mal den Ball, komm. Er wirft Leroy den Basketball zu. Auch der wirft daneben. Der hätte jetzt reingemusst. Okay, steht noch 0:0. Bei Arafats nächstem Wurf. Geht der Ball in den Korb. Dann ist Leroy an der Reihe. Ich weiß, als Verlierer, das tut immer so weh. Ich hab noch lange nicht verloren. Nein, du warst ja Nationalspieler und so, weißt du, von daher. Leroy prellt den Ball einmal auf den Boden und wirft ihn zum Korb. Dort prallt er ab. Willst du nochmal? Komm nochmal. Nein, wirf. Ist kein Problem. Sag dir's. Auch Arafat verfehlt den Korb. Scheiße. Aber ist ja nicht schlimm, man trifft eh nicht, Alter, von daher. Leroy küsst den Basketball und wirft ihn hoch zum Korb. Schaffst du nicht! Der Ball prallt an dem Brett ab, an dem der Korb befestigt ist. Nein, ich hab's gesehen. Ich meine, ich bin ein Profi, ne? Das ist ja klar. Komm. Das weiß er auch, ne? Aber jedes Mal provoziert er mich. Okay, der Herr. Ja, 1:0. Freut mich 1:0, gar kein Problem. Guck, jetzt kommt das ganz Angenehme. Auch Arafat wirft daneben. Geh mal den Ball rück. Ah, ich hab so ein Gefühl. Ich stehe noch neben dir, hinter dir sogar. Du stehst hinter mir. Komm, schaffst du nicht. Jawohl, der ist weg. Leroy trifft. Er spannt seine Armmuskeln an. Der ist drin. Der ist drin, mein Freund. Gib mir noch einen Ball, komm. Nochmal. Du bist jetzt dran. Okay. 1, 2, 3. Nein. Ich hab das Gefühl, ich hab einen Lauf. Nachdem Arafat den Korb verfehlt hat, trifft Leroy erneut. Ja! Also, du warst davor, das geht nicht. Nein, du warst davor. Nein. Du warst davor, ich hab das gesehen. Schiedsrichter? Auf der Kamera. Schiedsrichter? Es steht 2:1. Du hast wieder 3 Würfe. Krieg ich auf jeden Fall hin. Leroy stupst Arafat an. Hallo, hey. Der wirft den Ball und berührt die Außenkante des Korbes. Nein, der wäre eigentlich drin. Ach, der wäre eigentlich drin. Hätte. Ich bin gespannt.
Beim nächsten Wurf trifft Leroy erneut. Es steht 3-1. Hey, du hast falsch geworfen. Darf man nicht werfen. Das war ein Dreier. Vorbei, Freunde. Ich glaube, ich gewinne dieses Ding ganz locker. Aber Arafat, komm mal schnell her. Ist ja noch nicht vorbei. Wie steht's jetzt? 10-0 für mich. Geh mal ein bisschen. Ein bisschen weggehen. Also okay. Okay, so ist gut. Konzentriert wirft Arafat den Ball zum Korb und verfehlt. Ich sag da gar nichts zu, ne? Ich sag da gar nichts zu. Komm, gib mal einen Ball. Als Leroy an der Reihe ist, wirft auch er daneben. Oh. Der war nicht gut. Viel Glück, lass dich gar nicht ablenken. Steh nur hier rum. Alles ne? gut. Okay. Alles gut. Arafat trifft. Yes! Oh! Es steht 3-2 für Leroy. Okay, Freunde, der letzte Wurf. Der letzte Wurf, ja, packst du eh nicht. Beim Abwurf stupst Arafat Leroy an. Mit Foul! Leroy trifft. Freunde, das ist richtig gut. Die ersten beiden Positionen habe ich jetzt schon mal gewonnen. Aber Arafat, ich bin ja kein schlechter Gewinner. Okay, ich fange diesmal an. Der finale Wurf. Wenn der jetzt reingeht bei mir, dann habe ich alles gewonnen. Wenn der jetzt reingeht bei dir, hast du alles gewonnen. Aber nur ein Wurf. Ich bin motiviert. Aus größerer Entfernung wirft Leroy zum Korb. Der Ball verfehlt den Korb. Arafat, jetzt ist noch deine Chance, ja? Ich will dir gar keinen Druck machen, aber wenn du diesen Ball jetzt reinmachst, dann hast du gewonnen. So, dann entscheide ich mal dieses Spielchen, ne? In Zeitlupe ist zu sehen, wie Arafat kräftig ausholt. Mit dem rechten Arm wirft er den Basketball hoch in die Luft. In einem weiten Bogen fliegt der auf den Korb zu. Direkt vor dem Korb fällt der Basketball zu Boden. Frustriert schüttelt Arafat den Kopf. Ja! Ja! Die erste Challenge geht an mich. Aber wir sind noch nicht am Ende des Tages. Wir gehen jetzt auf die Rennbahn. Das heißt, wir werden 100 Meter Sprint machen. Ich würde sagen, du bist schon gut ausgestattet. Ja. Siehst gut aus. Let's go. Jetzt kommen wir zur nächsten Sportart. Und das ist sogar die erste Sportart, die ich jemals ausprobiert habe im Rollstuhl. Denn ich bin ja mit 4 Jahren ungefähr in den Rollstuhl gekommen und wollte mich irgendwie bewegen. Und dann habe ich angefangen, Rennrollstuhl zu fahren. Das Ganze seht ihr hier jetzt eingeblendet. So ein Foto, wie ich im Rennrollstuhl sitze. Da knie ich praktisch auf meinen Beinen drauf und dann geht das so. So. Ich muss mal gucken, vielleicht zeige ich euch irgendwann mal ein Video davon. Auf jeden Fall war das die erste Sportart, bevor ich mit Basketball angefangen habe. Und das habe ich ungefähr 2-3 Jahre gemacht. Und jetzt sind wir wieder mal auf der Rennstrecke und können gucken, was heute noch so geht. Aber der Arafat da hinten, was machst du da? Ich bin ready. Hast du dich jetzt die ganze Zeit im Kreis gedreht? Richtig, ich bin ja, jetzt heiß geworden. Okay, das kannst du vergessen. Ich muss gewinnen. Wir werden jetzt, hör zu. Du weißt noch gar nicht, was du machen musst. Ach so, stimmt, ja. Erzähl. Wir werden jetzt einen 100-Meter-Sprint machen. Ey. Jetzt hab ich auch einen Rollstuhl. Das ist auch ein Rollstuhl, ne? Sogar dein Rollstuhl. Das war ein alter Rollstuhl. Wir sind auf dem gleichen Level, aber weil das ja ein bisschen unfair ist, du bist ja kein richtiger Rollstuhlfahrer, gebe ich dir 50 Meter Vorsprung. 50? Ja. Und du willst mich einholen? Ich hole dich ein. Das schaffst du nicht. Das ist, glaube ich, fair, Freunde. Was meint ihr? Schreibt es mir in die Kommentare, wie man so eine Chancengleichheit herstellen könnte. Ist, denke ich, eine spannende Frage, aber 50 Meter stelle ich mir realistisch vor. Du bist ja kein Rollstuhlfahrer, also... Ich bin trotzdem gut, weißt du? Ich schaffe sowieso alles, von daher... Alles klar, mach okay. Gerne doch. Mit seinem Rollstuhl fährt Arafat vor. Let's go. Okay, Freunde, ihr seht's, ich stehe jetzt an meiner Startlinie, 100 Meter Startlinie und 50 Meter weiter in die Richtung steht Arafat. Er macht Lockerungsübungen mit den Armen. Dann macht er Boxbewegungen. Schließlich atmet Arafat tief ein und klopft sich auf die Brust. Ja, auf die Plätze. Fertig, los. Gleichzeitig starten Leroy und Arafat. Mit beiden Händen greifen sie die Räder ihres Rollstuhls und schieben sie an. Leroy beugt sich nach vorne und nimmt eine hohe Geschwindigkeit auf. Der Abstand zwischen Arafat und ihm wird zunehmend kleiner. Kurz vor dem Ziel ist Leroy dicht hinter seinem Freund. Ja! Nein! Yes! Das war knapp! Ich hab doch gesagt, ich werde gewinnen! Du weißt gar nicht, wie knapp das war! Was? Wir zeigen meine Wiederholung! Jubelnd reckt Arafat die Arme in die Luft. Oh Gott, das war so knapp! Weil ich sagen muss, es ist wirklich anstrengend, ja? Okay, Freunde, das war jetzt der 100-Meter-Sprint. Herzlichen Glückwunsch an dich, ja. Dankeschön. Steht jetzt 1-1. Wir haben aber noch eine letzte Disziplin. Und die wäre? Das heißt, wir gehen jetzt Klimmzüge machen. Ich kann schon. Freunde, wie das Ganze funktioniert, seht ihr gleich. Wir sehen uns. In einem Garten. Wir kommen jetzt zur dritten Challenge. Ja, hier seht ihr auch schon die Klimmzugstange.
Arafat, das ist mein bester Freund, ja, die Klimmzugstange. Das ist mein bester Freund, nicht dein bester Freund, das weißt du. Es wird ganz einfach so ablaufen. Ich fange an, ja, ihr seht es vielleicht auch schon, ich bin hier komplett festgebunden, damit mein Rollstuhl, wenn ich mich hochziehe, nicht wegfällt. Ich lege vor und dann kannst du gucken, ob du nachziehen kannst. Und wer am Ende mehr Klimmzüge geschafft hat, hat das Ding gewonnen, hat diesen Tag gewonnen. Ja, zum Hochkommen wäre es wirklich korrekt. Ja. Ganz gut, dann fang ich mal an, ja. Arafat und der andere Mann helfen Leroy zur Stange hoch. Und los geht's. Samt Rollstuhl macht Leroy einen Klimmzug nach dem anderen. Dabei winkelt er die Arme an. Geht noch mehr. Oh, das ist so schwer mit Rollstuhl. Ja. Beim vierten Klimmzug zittert Leroy kurz. Da geht noch was, komm. Mit schmerzverzerrter Miene zieht sich Leroy nochmal hoch. Er macht einen sechsten Klimmzug. Komm, einer geht noch, komm, einer geht noch. Jawohl. Okay, jetzt kann ich nicht mehr. Arafat ist an der Reihe. Okay, los geht's. Let's go. Ja. Eins, zwei, drei, vier. Mach mal langsamer. Hey, okay. Mach mir langsam. Ausfüllig. Kann nicht mehr, glaube ich. Alter. Sieben. Ja. Vielleicht kommen wir noch hoch. Acht. Schaffen wir noch? Neun. Nee, ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Beschwingt lässt Arafat die Stange los. Ich hab doch gesagt, dass ich gewinnen werde. Aber irgendwie, du musst ehrlich sagen, irgendwie war das auch ein bisschen unfair. Warum? Ja, weil der wiegt auch was. Den musste ich auch mit hochziehen. Hast nicht drüber nachgedacht, ne? Hab ich nicht, aber ich nehme mal deine Herausforderung gerne an. Was für eine Herausforderung? Mach deinen Rollstuhl ab und dann häng ich nochmal dran. Häng mich nochmal hin. Okay, das ist cool. Das machen cool. Wir das? Wie viel hast du gemacht? 10 Stück. 10. Okay, perfekt. Perfekt? Ja, dann machen wir ab hier. Leroy schlägt sich auf die Beine. Ups. Okay. Du zählst? Ich zähl mit, ja. So, eins. Dann macht er Klimmzüge. Zwei. Eins. Das zählt nicht, Alter. Ja, okay, komm. Fünf. Sechs. Sieben. Das wird langsam hoch, ja. Neun. Zehn. Ja! Zweite Runde. Trotzdem nochmal 10. Okay, jetzt müssen wir nochmal vorne anfangen heute, ne? Also, als erstes haben wir Basketball gespielt, ne? Das habe ja ganz klar ich gewonnen. Da hast du gewonnen, ja, da bin ich ehrlich. Okay, dann hatten wir den 100-Meter-Sprint. Mhm. Gut. Ich habe gewonnen. Das war klar, das war eine ganz klare Sache. Natürlich. Und jetzt bei den Klimmzügen bin ich mir ganz unsicher, weil die erste Runde hast du gewonnen. Richtig. Da habe ich ja mit dem Rollstuhl gemacht und dann die zweite Runde war aber unentschieden. Das heißt, insgesamt muss man eigentlich unentschieden sagen. Freunde, was meint ihr? Also, das wäre eigentlich die fairste Variante für heute. Aber ich gebe mich damit ehrlich gesagt nicht so ganz zufrieden. Ihr könnt ja mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, wer war heute besser drauf. Also Freunde, wenn ihr Bock habt auf mehr Sport-Challenges, mehr solche Videos, schreibt es uns in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben da. Mehr Challenges gegen ihn. Wenn ihr die Revanche sehen wollt, dann schreibt es auch unten rein. Und ansonsten würde ich sagen, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.